Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch allen gut. Heute möchte ich mit euch etwas sehr Schönes zeichnen. Ich muss hier ungefähr anfangen. Und zwar habe ich mir das so vorgestellt, dass wir zusammen heute Lavendel zeichnen. Ich muss zugeben, dass ich selbst im Garten kein Lavendel habe, aber meine Mama, und da unsere Gärten praktisch nebeneinander sind, also aneinander kleben, kann ich ihren superschönen Lavendel jeden Tag sehen und genießen. Und sie hat auch ganz viele Sorten mittlerweile, also verschiedene. Und gestern habe ich mir sogar eine Lavendeltasse gekauft. Und jetzt, da ich irgendwie Frankreich vermisse dieses Jahr, letztes Jahr waren wir dort, vor 3 Jahren, glaube ich, war es auch. Und dieses Jahr wird es nichts mit Frankreich. Von daher wollte ich einfach mal mit euch hier Lavendel zeichnen. Dieser lila Stift ist 136. Und die Vorzeichnung habe ich gemacht mit diesem Stift. Das ist ein sehr schönes Grau, Grünerde heißt es, Grey Green 172. Gefällt mir total gut. Das Lila ist nicht das Beste, aber ein besseres habe ich jetzt nicht, bis auf eins, das eher pink ist. Und Lavendel geht im Prinzip total leicht, man muss einfach nur das Prinzip erkennen. Es gibt natürlich auch verschiedene Sorten, aber wenn man das Prinzip, also einfach so kleine Blüten aneinander reiht und es so ziemlich zart macht, entsteht sofort der Eindruck von Lavendel. Das ist das Grün, das mir total gut gefällt, 168. Damit mache ich ein bisschen mehr, hoppala, den Stängel, also dass sie nicht gar so dünn ist, und ergänze hier ein bisschen hier und da die Blätter vom Lavendel. Und eigentlich haben wir bereits eine Blüte. Hier könnte man jetzt zum Beispiel mittendrin auch noch mal so eins ergänzen und noch ein paar Blüten dazu tun. Aber ich möchte mit euch, weil Lavendel ja irgendwie das Thema ist, mit euch auch die anderen Lavendelblüten machen. Also zum Beispiel nehme ich jetzt wieder für die Vorzeichnung mein Grey Green und mache Folgendes. Werde hier so ein Lavendel machen. Also das ist eher so dicker, sage ich jetzt mal. Hat aber auch die Blätter zum Beispiel weiter oben. Also auch so mit Grün, und dann eins können wir hier so an die Seite schieben, und hier und da ergänzen wir da, wohin die Blüte geht, und unten drunter können wir mit diesem Grün dann nochmal dieses Blatt hübscher machen, auch den Stängel ergänzen. Also ihr seht hier, das wird so eine richtig schöne zarte Zeichnung von Lavendel, und genau das war auch irgendwo mein Traum, das mit euch zu machen. Also hier zum Beispiel ergänzen wir jetzt eine der Blüten. Die sind ein bisschen größer. Ich erkenne jetzt nicht, welcher Lavendel wie er heißt. Das habe ich jetzt leider nicht zusammen recherchiert. Ich habe nur hier verschiedene Fotos und Zeichnungen von Lavendel. Und ich wollte auch die machen, die wir auch im Garten haben. Also ich habe jetzt keine weiteren ergänzt. Das hier machen wir nochmal zu einer Blüte, weil ich das falsch gemacht habe. Weil ich das hier nach oben, also da möchte ich so ein paar Blätter noch so kleinere machen. Also zum Beispiel auch mal so gebogen, also damit es lebendig aussieht. Ihr kennt das ja von mir. Ich mag es lebendig. Hier noch ein bisschen was. Und dann hier machen wir auch wieder so diese
Ich sag mal, die sehen aus wie kleine Knospen oder sind es Blätter? Also sieht total hübsch aus. Und ergänzen das weiter. Ich habe jetzt im Prinzip gar keine Vorzeichnung, sondern ich mache das einfach aus dem Bauch heraus, wie man immer sagt. Ich finde eher aus dem Auge heraus, einfach so, wie es mir gefällt. Und ergänze die hier so, diese Knospen. Und dann entsteht plötzlich eine andere Art von Lavendel. Dann kann man jetzt hier unten ein bisschen die Blätter dazu nehmen mit unserem Green Grey. Auch hier so ein bisschen die Mitte ausarbeiten. Und hier und da mit dem anderen Grün, das Nummer 168 meine ich, auch ein bisschen hier. Sorry, das ist meine Spülmaschine, die ihr da hört. Also nebenbei bin ich auch eine Hausfrau, so ist es ja nicht. So, und dann habe ich noch mal eins. Das hat mir auch total gut gefallen. Also das ist ganz einfach. Das machen wir jetzt in die Richtung ein bisschen. Das hat aber längere Blätter. Also die fangen hier irgendwo weiter unten an. Und eins machen wir so ein bisschen gebogen. Finde ich auch, sieht total hübsch aus. Also wer Lavendel hat, darf sich gerne unten verewigen. Hashtag Lavendel. Also ich finde die Pflanze sehr schön. Wie gesagt, momentan bin ich sogar ein bisschen ein Fan davon. Also dieser Duft, das ist Wahnsinn. Wenn ich im Garten, ich gehe dann auch hin und umarme den ganzen Busch und danach rieche ich nach Lavendel. Ist ein total schönes Gefühl. Und ich liebe ihn, also so wie der da im Garten wächst. Von meiner Mama. So, und jetzt machen wir hier so kleine Blätter, also mit diesem Grün, 168, so wie ich das, glaube ich, gesagt habe, ja. Also hier ein bisschen größere Blätter. Dann hier ein bisschen größere Blätter, also wie so kleine, ja, so kleine Tassen. Die da drunter sind. Ganz zart die Vorzeichnung vom Stängel. Und innen füllen wir jetzt die Lavendelblüten oder Blätter oder Knospen. Die sind dann hier drin. Total hübsch. Hier auch ein paar. Und hier oben auch. Also das sind verschiedene Arten. Ich finde sie alle wunderschön. Gefallen mir total gut. Weiß auch nicht, was was ist. Manche meinen, das eine ist echter Lavendel, das andere nicht so. Manche sind winterhart, andere nicht so. Ich mag sie alle, aber natürlich sind mir die winterharten lieber, weil die hat man jedes Jahr. Und zwar im Garten. Aber wer keinen Garten hat und sie zum Beispiel lieber für zu Hause kauft, für einfach so als Blumenstrauß, für als Deko, oh, finde ich großartig. So, das war nochmal. Wisst ihr was? Da machen wir nochmal. Da ergänzen wir einfach jetzt mal eins dazu, weil ich das ein bisschen spitzer haben will. Und oben noch das letzte Stück. Einfach so. Irgendwie, weil mir das irgendwie zu wenig Blüte ist. Viel Stängel, zu wenig Blüte. Also könnt ihr natürlich beliebig machen. Ich habe jetzt insgesamt 5 gemacht. Könnt ihr auch die Dinge ein bisschen größer machen, wenn es euch gefällt. Aber es ist nur dieser eine Stift. Nichts Besonderes. Und dann haben wir noch eine Art. Und die machen wir jetzt wieder so gebogen. Die hat allerdings, ich weiß jetzt nicht, ob mir der Stift reicht, so. Die ist jetzt weniger grün, sondern die ist komplett dunkellila. Und ich mache sie einfach wie so, also so ein bisschen traubenartig oder eher wie so ein Weizen. Ihr wisst, wie Weizen aussieht. Also nicht ganz so, aber so in die Richtung. Reihe ich einfach diese Bögen aneinander. Genau.
Also mit diesem lila Stift, da haben wir jetzt keine andere Vorzeichnung. Und hier drüber haben die einfach irgendwie, da kommen so total süße Blätter. Manche so und irgendwie so. Also ganz interessant. Da machen wir jetzt ganz, so wie wir die Blätter normalerweise machen, ganz feine, zarte Struktur mit diesem Lila. Und jetzt zeige ich euch den Stift, den ich noch dazu ausgesucht habe. Das ist eher so ein Pink 134, Karmosin oder so ähnlich ist die Farbe. Da ergänze ich das eher in die Richtung, weil die tatsächlich, also ja, die haben eher so einen helleren lila Ton. Den Stift, den ich benutze, ist nicht der perfekte dafür, also ist nicht die perfekte Farbe, aber es kommt irgendwo näher daran an die Natur. Und wenn ihr Lieben, während ihr zeichnet, einen Strauß voller Lavendel neben euch habt und sie einfach abzeichnet, dann seid ihr die glücklichsten Menschen der Welt in diesem Moment. Also zumindest mir geht so, also ich rieche ganz bisschen nach Lavendel, weil ich vorher den Strauß umarmt habe. Ich habe sie jetzt nicht gepflückt, weil ich irgendwie nicht wollte. Das machen wir jetzt ganz zart lila. Und ergänzen aber hier ein bisschen von diesem Grau, einfach damit wir so einen Ton haben und ein bisschen von diesem, ja, damit es so irgendwie naturalistisch aussieht. Und den Stängel, der ist jetzt nicht ganz so grün, so wie ich das erkenne, bei dem ergänzen wir auch so ein bisschen von dieser Farbe, schadet ja nicht. Genau. Und das war's. Also ich hoffe, mein Lavendel hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Hier sind die ganzen Farben. Es sind ganze 4 Stück. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder bei einem Video. Hab euch alle lieb und bis bald. Eure Dani. Tschüss.